mitmachen. Das kann ich vielleicht an der Stelle gleich sagen. Weil ich krieg sehr, 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 sehr viele Nachrichten über PlayStation, über das PSN-Network. Alles Mögliche. Fragen und Anfragen und ebenso Mitspiel-Requests und. Und ich schaue da nie rein. Ich sehe dann immer irgendwie 100 Nachrichten und manchmal lese ich sogar mal ein paar davon, aber ich... Die Tastatur, ohne Tastatur beantworten und ich, wie gesagt, ich schaue da auch fast nie rein. Deswegen bitte nicht beleidigt sein oder so. Aber über PlayStation Network ist einfach nicht die Methode, wie man mit mir kommuniziert. Über Discord oder in den YouTube-Kommentaren schaue ich eigentlich mir immer alles an. Und wenn ich Zeit habe, beantworte ich auch gern alles. Aber PlayStation Network bin ich nie, schaue ich nie nach. Das ist verlorene Mühe. Hallo Foxy, wie geht's? So. Beeilung. Schauen wir, dass wir vielleicht noch ein paar Rekruten da hinten kriegen. Hey, es gibt Reittiere im Spiel, die auch Fähigkeiten haben. Ich frage mich, ob es die jetzt hier auch gibt. In diesem Update quasi, weil jetzt ja meine Oberhäupterfähigkeiten haben. Das gab es früher nicht. Im Hauptspiel gibt es nur... Also die sind ein bisschen zufällig generiert, sehen ein bisschen anders aus, aber die Könige selbst haben eigentlich keine Fähigkeiten. Und da ich jetzt hier so Vampire und Vampirjäger und so Geschichten habe, frage ich mich, ob es noch Reittiere gibt, die auch Fähigkeiten haben. Weil wenn man das kombinieren kann, könnte man, glaube ich, sehr mächtige Kombinationen zusammenspinnen. Aber mal schauen, ich weiß es nicht. Das kommt dabei raus, wenn man eine Serie nebenbei beim Zocken schaut. Ja, ich habe auch so meine Nebenbeischauserien. Das kenne ich. Hallo, Luappen. Wie geht's? Luappen. Hallo. Ich habe auch so meine Serien, aber meistens eher so Komödien oder irgendwas so Leichtherziges, die ich neben dem Zocken mir anschaue. Wo man nicht wirklich aufpassen muss. Aber sonst verliere ich den Faden zu schnell. Dass es hier auf der Insel nur ein einziges Dorf mit Rekruten gibt, ist schon ein bisschen nervig. Ach ja, genau, ich muss die Grenzen in die Richtung unbedingt erweitern. Da könnten nämlich schon neue Gebäude spawnen, für die gar kein Platz mehr ist. Ich hoffe, die Rekruten schaffen es noch hierher jetzt heute Nacht. Na, kommt schnell, rein mit euch. Hopp. Jawohl, unser erster Ritter und unser zweiter Ritter. Die werden gleich ganz schön befördert, ey. Gerade noch Bettler irgendwo in dem Dorf und jetzt, yeah. Oberhäupter, also Anführer, also Kerle. Stimmt, die kann man, glaube ich, auch noch mal upgraden, glaube ich. Nimm mal die ganzen Münzen. Aber warte, die Edelsteine bitte nicht. Die brauche ich noch. Weil Münzen sind für die Ritter quasi Lebensenergie. Aber die können nur so und so viel nehmen. Ich glaube, der ist voll. So, normalerweise rekrutiert der jetzt Bogenschützen. Die quasi jetzt dann zu seinem... Genau, die gehören jetzt zu ihm. Wir brauchen mehr Bogenschützen, unbedingt viel mehr Bogenschützen. Und dann können wir nämlich in die Gegenoffensive gehen. Dann greifen wir die Portale von denen an und mit ein bisschen Glück zerstören wir die vielleicht sogar. Das wäre cool. Und der kann jetzt eben auch aktiv kämpfen. Nicht nur wie die Bogenschützen, so passiv, solange wir eine Mauer haben. Sondern wenn die durchbrechen sollten, kann der die mit seinem Schild abwehren und mit dem Schwert hauen. Nicht unsterblich und so, kein Fall, aber immerhin. Immerhin ein bisschen besser. So, jetzt passt mal auf. Ich suche irgendwo einen Erdhügel und einen Stein, damit wir unsere Grenzen sinnvoll nach vorne verschieben können. Erdhügel für eine Mauer, Stein für... Ein Turm. Vielleicht hinter den Bäumen haben wir vielleicht Glück. Mal schauen. Ich glaube, diese Lager generieren pro Tag immer nur einen Dorfbewohner, ne? Ja, du. Hier ist dann, glaube ich, schon gleich das Portal, oder? Ein Stückchen wäre es noch. Wenn wir schaffen, ein paar Bäume zu fällen, dann vielleicht können wir unsere Grenzen noch sinnvoll verschieben in die Richtung, bevor wir angreifen. Das wäre schon gut.
Ich könnte auf PSN eine Community erschaffen. Du müsstest nur die Community in dein Profil reinschreiben. Da gab's sogar schon mal eine Community. Die hat der King damals gemacht, der Nico. Der King 11. Aber die ist dann halt irgendwie auch ausgestorben, weil ich eben da nie aktiv bin im PlayStation Network. Und zu viele so Networks haben, habe ich gemerkt, ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Und die YouTube-Kommentare und Discord sind... Und dann habe ich ja theoretisch auch noch den Twitter-Account, den ich manchmal noch benutze. Das ist, und natürlich Instagram, bei dem ich zum Glück sehr viel Hilfe von meiner Schwester habe. Aber das ist eh schon eigentlich zu viel. Frag mich, wenn Fallout 5 kommt. Und sicher für die PS5 und Xbox X. Ja, bestimmt. Bestimmt. Das dauert bestimmt noch sehr, 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 sehr lange. Wenn Bethesda dann nicht großartig was verändert an ihrem Release-Schedule, dauert es noch viele Jahre. Jetzt ist ja noch nicht mal Elder Scrolls das Neue draußen. Das erleben wir nicht mehr, dass das neue Fallout kommt. Unsere Urenkel können das dann spielen. Nee, aber das dauert bestimmt noch. Ich habe Fallout 76 für die PS4, aber auch für den PC sogar. Ich habe am PC so einen Singleplayer-Charakter, den ich relativ schnell hochgelevelt habe, nur damit ich mir bei irgendwelchen Updates oder so irgendwelche Sachen anschauen kann für eventuelle Videos, Lore-Videos. Und meinen Let's Play-Charakter auf der PS4. Die Frage ist, wie Fallout 76 die Entwicklung von dem potenziellen Fallout 5 beeinflusst hat. Ich meine, das war schon das Fallout-Kernteam, wenn ich das richtig verstehe. Insofern hatten die da bestimmt keine Zeit, an einem neuen Fallout zu entwickeln. Das muss man im Grunde mit reinrechnen. Insofern würde ich jetzt sagen, 25. 24, 25 vielleicht. Ich glaube, das ist nicht unrealistisch, dass das noch so lange dauert. Jetzt kommt dann hoffentlich, wahrscheinlich irgendwann, man hat ja irgendwie noch nicht so richtig was Offizielles gehört, aber deren Weltraum Skyrim sollte doch jetzt dann mal kommen. Wie heißt es? Oder der Entwicklungsname zumindest? Starbound. Nee, Quatsch. Dann das neue The Elder Scrolls. Das geht auf jeden Fall erstmal noch vor. Dann mal schauen. So wenig Rekruten hier auf der Map, das ist ein bisschen schade. Da war aber jemand fleißig, während ich weg war. Zu fleißig. Ich habe kein Geld mehr. Dann gehe ich lieber nicht zu meinen Jägern. Weil sonst... Starfield, genau. Starfield hieß es. Genau. Also, wenn wir jetzt mal super, super, mega optimistisch sind, aber das halte ich für nicht realistisch, dann kommt dieses Jahr noch Starfield, Ende des Jahres, nächstes Jahr The Elder Scrolls und dann vielleicht 23 schon Fallout 5. Aber wie gesagt, das halte ich nicht für realistisch. Das ist schon super, duper, super optimistisch. Kennst du How I Met Your Mother und Two and a Half Men? Ja, klar, kenne ich die.
Aber ich habe beide nicht so richtig geguckt eigentlich. Aber lief halt mal so. Da habe ich das gesehen. Hi, Desert Railgun. Hallo. Wie geht's? Ach man, wir haben hier echt kein Glück. Wir können hier keine schöne neue Grenze aufziehen. Ich könnte nämlich hier zum Beispiel eine Mauer bauen. Ne, kann ich nicht mal, weil es zu nah am Wald ist. Ich könnte hier eine Mauer bauen, aber keinen Turm zur Verteidigung. Das ist schlecht. Außer, ich baue hier eine Mauer. Nur, damit wir von da aus... Na, das ist eine gute Idee. Damit wir von hier aus eine Offensive starten können. Weil dann der Weg bis zum Portal nicht so weit ist. Weil wenn ich hier die Bäume abholze, verschwindet das Dorf. Und das ist das einzige Dorf auf dieser Map. Wir haben sonst keine Möglichkeit, neue Rekruten zu rekrutieren. Das wird ziemlich blöd. Oh, da kommt die Gier schon. Fliegen wir lieber heim. Beeilt euch! Ich brauche euch, Rekruten. Ah, Rekruten, ey. Ihr seid so lahm. Das gibt's ja nicht. Könnt ihr nicht ein bisschen laufen, bitte? Iva, dankeschön fürs... Ach so, Fall Crusader. Dankeschön fürs geschenkte Abo an Iva. So rum. Vielen Dank. Da explodiert das Spendenglas wieder. Jetzt sprinten sie wenigstens. Wenn sie sich ein bisschen beeilen, schaffen sie es vielleicht noch. Das wäre echt gut. Weil die beiden sind echt Mangelware. Lauft, ihr Narren. Gut. Schafft. Sehr schön. Das war aber knapp, Fan. Jetzt kommen sie schon. Die kommen nicht durch die Mauer, oder? Ich glaube, ich muss mir keine Sorgen machen. Das kriegen die schon hin. So, ihr werdet jetzt Bogenschützen, oder? Genau, sehr schön. Einer läuft in die falsche Richtung. Also, falsch ist relativ, aber ja. Na gut. Okay, sobald die Gier weg ist, was nämlich jetzt der Fall ist, muss ich ganz schnell nach vorne eilen, damit wir da vorne eine Mauer errichten können. Ich glaube, die war es, oder? Der war es. Genau, der Erdklumpen. Und die Grenze hierher verschieben und die Mauer möglichst heute gleich noch ein bisschen upgraden, weil sonst fällt die wie nix. Verpflichtung getan, Freizeit fängt an. Das ist immer gut. Ich habe heute leider tagsüber überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt, Mensch. Das war echt ein super unproduktiver Tag. Das heißt, es wird heute nach dem Stream noch eine relativ lange Nacht für mich, befürchte ich. Ich kann leider noch nicht so schnell in den Feierabendmodus wechseln. Aber hilft nichts. Die Welt braucht ihre Fallout und Resident Evil Lore Videos. Keine Pause für den Lore Master oder so. Kann man nichts machen. So, eine Stufe schaffen wir noch, oder? Vielleicht sogar noch zwei. Schauen wir mal. Ist blöd, wenn die gerade im Aufbau sind und dann kommt die Gier, weil dann haben wir quasi keine Mauer und dann werden alle überrannt und sterben. Das ist ungünstig, aber schauen wir mal. Das wird schon gut gehen, hoffe ich. Es ist so bewölkt, ich sehe die Sonne nicht, aber ich glaube, sie ist noch nicht mal auf Mittag, oder? Wenn überhaupt. Das heißt, ich werde nochmal... Ah ja, jetzt haben wir hier unsere... Ach so, natürlich. Müssen wir erst upgraden. Foxy, dankeschön fürs Subscriben. Ach so, warte mal. Metatron, dankeschön fürs Giften der Subscription. Ah, das sehe ich immer erst auf den zweiten Blick. Danke auf jeden Fall, Metatron. Okay, Rekruten noch schnell holen, würde ich sagen. Wenn welche da sind. Hallo? Ah, perfekt. Ich habe den ersten zufällig hinter dem Zelt genau getroffen mit der Münze. Das ist natürlich witzig. Okay, jetzt haben wir hier zwar keinen Verteidigungsturm. Das ist ein bisschen doof. Aber wir haben eine gut befestigte Mauer. Ich kann hier gleich einen Katapult in Auftrag geben. Pekiniere. Oh, keine Münzen mehr. Das ist schlecht. Dann sehen wir das Katapult mal in Action. Dann warte ich jetzt hier. Die Gier kommt bestimmt gleich.
ein Pikenier kommt auch schon perfekt. Mao ist gut verteidigt, auch ohne Turm, denke ich. Gut geschossen, Katapult. Sehr gut. Verdammt. Ey, ist das Katapult betrunken oder so? Der erste viel zu früh, der zweite viel zu weit. Naja. Der Pikenier und die Bogenschützen haben es geschafft. Die Speere. Danke, Crusader. Da kommen die Bits wieder ins Glas gerieselt. So viele Herzchen. Yes. Die Piken von den Pikenieren halten leider nicht ewig. Die gehen kaputt. Das ist der einzige Nachteil von denen. Ansonsten sind die einfach echt super awesome. Oh, das Glas ist fast voll. Cool. Das ist wirklich, oder? Das Spendenglas ist wirklich sehr ähnlich wie das Guthabenglas in dem Spiel. Wie das Guthabensäckchen. Na, warte, ich sollte mal gucken, ob die Geld für mich haben. Ja, da ist er, der Geldregen. Dankeschön. Mal schauen, ob ich noch irgendwas upgraden kann. Ich meine, die Mauern hier hinten, hoffentlich. Hoffentlich ist das nicht notwendig. Mehr Ritter. Da wir so wenig Rekruten haben, würde ich fast auch gar nicht mehr Ritter in Auftrag geben. Die müssen jetzt erstmal reichen, glaube ich. Farmer brauchen wir, glaube ich, auch nicht nochmal, hoffentlich. Schau mal, ob ich das Farmgebäude noch hochleveln kann. Würde mich interessieren. Nee, aber den Turm können wir noch mal eine Stufe upgraden. Na, dann machen wir das mal noch. Ihr habt bestimmt unglaublich viel Kohle gesammelt, während ich weg war. Jäger, mein Gott, mein Säckchen, es geht so stark über. Nein, überall fallen die Münzen raus. Ah. Cool. Ich steck mal ganz viel Münzen hier ins Schiff. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Dass das schon mal in der ersten Stufe ein bisschen repariert wird. Und damit ich die anderen Münzen aufheben kann, damit die nicht verfallen. Wenn die zu lange liegen bleiben, dann lösen die sich auf. Wäre schade drum. Okay, der Turm steht. Ja, ja, gib mir nicht so viel Geld, ey. Ich kann nicht so viel Geld tragen. Zu viel Geld. First World Problems. Jetzt ist es nicht mehr so leicht, das Schiff zu reparieren wie auf der ersten Map. Jetzt muss man hier schon mehrere Holzladungen einzeln kaufen, im Grunde, wenn man so will. So, cool, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Rekruten und dann geht die Gegenoffensive los, würde ich sagen. Und es dauert zwar immer einen Tag, bis wieder zwei neue spawnen, oder vielleicht sogar länger, na, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall können die jetzt wenigstens... Es sind jetzt wenigstens sehr viel schneller in Sicherheit. Ich glaube, die Mauer ist gefallen. Oder wo wart ihr? Nee, die Mauer ist nicht gefallen. Ich habe zwar ein bisschen spät rekrutiert, aber wenn die sich ein bisschen beeilen, vielleicht bitte, dann schaffen die es noch. Und ist der eine schafft's. Der rennt. Der ist klug. Andere? Ja, der schafft's auch. Alles gut. Na dann. Ab hinter die Grenzen. Was kann ich denn hier upgraden? Ich bin mir leider nicht sicher, was ich hier upgraden kann. Ich glaube, ich mache das jetzt dann, wenn die Invasion vorbei ist. Nicht, dass ich irgendwas Doofes mache. Hi Zero, wie geht's? Hallo. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Aber es war ganz schön teuer. Was auch immer. Da ist schon ein ganz schönes Stück. Immer noch. Hier, da ist. Das ist das erste Portal, das wir zerstören müssen. Soll ich jetzt schon die Invasion starten? Wenn ich zu früh starte, ist alles aus. Also lieber nicht. Ich bin jetzt vernünftig. Nein, wir rushen jetzt hier nicht durch. Das wird schon. Jetzt werde ich... hoffen, dass hier jetzt nochmal Leute spawnen. Und ich glaube, ich mache jetzt zumindest für die Richtung noch einen zweiten Ritter. Ich glaube, den brauchen wir. Du bist voll, oder? Du brauchst keine Münzen mehr. Okay, gut. Ah, ich glaube, ich habe dem Katapult gerade Feuerfässer gekauft. Alles klar. Jetzt verstehe ich, was ich eigentlich getan habe. Jetzt wird mir alles klar. Nehmen jetzt wirklich mal sie. Ah, okay, cool. Eine Eispeitsche. Interessant. Brauchen wir aber sehr viele Rekruten. Und ich muss dran denken, dass ich mit ihr nicht mehr fliegen kann. Dafür kann ich Eispeitschen. Das kommt mir ganz cool vor, schätze ich. Weiß ich doch nicht. Mal schauen, was für einen Effekt das auf die Monster hat. Da sind hier schon Rekruten gespawnt. Irgendwie nicht. Wo sind die denn heute? Kommen doch keine mehr heute. Morgen wieder, oder wie? Ich brauche mehr Rekruten. Das gibt es doch nicht. Ich habe jetzt, weil ich hier blöderweise nochmal einen Speer gebaut habe... Ach nee, der Speer ist schon weg. Dann sind doch Rekruten gekommen. Naja, auf jeden Fall wird der erste Rekrut, den ich jetzt engagiere, sich erstmal einen Hammer nehmen und ein Handwerker werden. Der zweite wird dann ein Ritter, weil die nehmen das immer in der Reihenfolge, wie die Gebäude stehen. Der zweite wird ein Ritter und der dritte wird dann ein Bogenschütze. Und ich brauche mehr Bogenschützen. Der zweite Ritter ist schon gut und wichtig. Und dann noch mehr Bogenschützen. Dann kann es losgehen. Dann überrennen wir die. Das wird cool. Vor allem mit meiner neuen Eispeitsche bin ich gespannt. Was kannst du jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, wer oder was bist du? Alte, kleine Frau. Keine Ahnung. Ah, Hirsch hat keine Ausdauer mehr. So, wir können wahrscheinlich durch die Mauer durch Eispeitschen. Das werde ich gleich mal testen, wenn die jetzt kommen. Ich hoffe, ich habe es nicht schon verpasst. Geniere kommen. Feuerfässer fliegen. Ja, das Feuer ist super effektiv. Ich glaube, da ist mein Eiszauber diesmal die Nacht gar nicht mehr notwendig, befürchte ich. Moment mal, mein Gold. Tja. Ich meine, von mir aus gehen wir dann mit dem zweiten Ritter los, wenn der fertig ist. Weil mehr als die Ritter verlieren, neu rekrutieren und wieder aufbauen, ne, kostet's nicht, das Ganze. Kann man schon mal riskieren, finde ich. Muss ich nur warten, bis der in seinem Schneckentempo bis zum Dorfplatz marschiert ist. Ach ja, der wäre jetzt erstmal ein Handwerker, ne? Dauert doch alles ein bisschen länger. Dass wir hier nur ein Dorf haben, ist wirklich lästig, weil das einfach jetzt für lange Wartezeiten sorgt. Vielleicht sollte ich einfach jetzt schon eine Invasion starten. Ich habe immerhin eine Eispeitsche. Wie viele Bogenschützen haben wir denn hier? Drei? Das ist schon sehr wenig. Los geht's! Ich will jetzt nicht mehr warten. Dafür baue ich euch noch ein Fass. Ein Feuerfass, damit ihr zur Not dann alleine verteidigen könnt die nächste Nacht, wenn es sein muss.
Na dann, wird schon gut gehen. Na. Mein gutes altes Skelettpferd steht treu an der Quelle. Die Pension. Warum nicht? Boah, das ist so weit weg. Nein, 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 nein. Ist jetzt Blutmond? Nee, ist nicht, oder? Nee. Alles chillig. Moment mal, ich glaube, ich bin zu weit geritten, oder? Ich habe schon wieder das Portal übersehen. Oh, shit. Naja, was soll's. Ich werfe hier Geld hin, weil das quasi als Verteidigung dient. Damit kann sich unser Held heilen und die Gier, wenn die Münzen schnappen, laufen weg damit. Doppelt gut. Ich kann eigentlich in relativ hoher Frequenz Eis peitschen. Ich bin mir nur immer noch nicht ganz sicher, was das genau bringt. Aber ich mache einfach mal mit. Vielleicht kann ich damit sogar das Portal schädigen. Wer weiß, aber ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt wird's Nacht, oder? Jetzt kommt wahrscheinlich die Invasionscrew. Das könnte gefährlich werden. Ich hoffe, der Eisangriff ist mächtig. Ich glaube, ich friere die ein und dann können sie sich nicht mehr bewegen. Er steht jetzt da mit einer Goldmünze, aber kommt nicht weg damit. Das ist gar nicht schlecht. Vor allem, wenn das Durchgegner durchgeht und ich mehrere damit einfrieren kann, wäre das, glaube ich, ziemlich gut. Direkt, wenn sie das Portal verlassen, einfrieren. Dann sieht es wegen den Büschen ein bisschen schlecht, aber ein paar habe ich quasi schon eingefroren, bevor sie angreifen könnten überhaupt. Um meinen Ritter davor einen Schaden zu fügen. Nur noch ein paar Pfeile, dann haben wir es, glaube ich. Der Gegenschlag kommt. Achso, das ist Nebel, oder? Ich dachte schon, das ist jetzt eine Überschwemmung. Ist nur sehr neblig hier. Okay, cool. Das Portal ist eingestampft. Ich glaube, jetzt gibt es eine Blutmondnacht als Rache. Aber dann könnten wir vielleicht sogar das Hauptportal angreifen. Das Problem mit dem Hauptportal ist, solange ich nicht eine ganz spezielle Waffe habe, die man erst viel später kriegt, kann ich das nur kurzzeitig zerstören. Oh, Geist, was ist mit dir? Der Geist sagt, ich soll dringend in die Richtung. Oh, oh. Ich muss mich kurz ausruhen, Geist. Warte doch mal, mein Hirsch ist kein D-Zug. Braucht ein bisschen Verschnaufpause. Braucht aber ganz schön viel Verschnaufpause, muss ich schon sagen. Bitteschön. Was will mir denn der Geist wirklich zeigen jetzt? Nix. Der wollte mich nur heimbringen oder so. Naja, gut. So weit, so gut. Ein Portal weniger. Aber hier ist ein bisschen Gras. Kann er essen.